So, schönen guten Abend zur heutigen Pressekonferenz des Spiels ERC Sonthofen gegen die Selber Wölfe. Links von mir Kerre Holden, Trainer der Selber Wölfe und rechts natürlich der Sonthofener Trainer Dave Ritsch. Bevor wir anfangen, ganz kurz die Ergebnisse. Das sind alles Endergebnisse. Deckendorf, Regensburg 1:3, Sonthofen selbst 4:6, Klostersee, Schönheide 5:0, Tölz, Peiting 3:0 und Landshut gegen Bayreuth 4:0. Weiden war heute am heutigen Abend spielfrei. Bevor beide Trainer zu Wort kommen, eins noch. Man muss ganz offen ehrlich sagen, da sind zwei Mannschaften auf dem Eis, die attraktives Eishockey spielen, die kämpfen, die eigentlich fair miteinander umgehen. Das sind Vereinsvorstände, die viel tun für ihre Vereine, die viel arbeiten, alles ehrenamtlich. Und dann werden diese Vereine bestraft durch Schiedsrichterleistungen wie am heutigen Abend, wo der Schiedsrichter, wo beide Mannschaften fair waren, nicht auf der Höhe des Geschehens war. Das muss man sagen. Und dann gehen die Emotionen hoch. Und auch meine ist hochgegangen. Und da muss ich auch sagen, es tut mir leid für den Verein, aber es ist so. Wir sind beim Sport, wir sind beim Eishockey. Und Eishockey ohne Emotionen, das ist falsch. Meine Meinung. Kerry, ihr habt 6:4 gewonnen. Ich glaube, das war ein harter Kampf, den der ERC Sonthofen euch heute geliefert hat. Und wie siehst du das Spiel am heutigen Abend deiner Mannschaft? Was sagst du? Erstmal guten Abend alle zusammen. Es war ab und zu ein unruhiges Spiel, so wie ein bisschen angesprochen. Viel Unruhe. Und es war ein richtiger hart erkämpfter Sieg für uns. Sonthofen hat nie aufgegeben. Ist immer wieder gekommen bis zu den letzten Sekunden. Und das ist nicht einfach. Du kommst hier spielen. Wir haben eine gute erste Drittel mit 4 Tore. War ein guter Start für uns. Und es ist sehr wichtig, dass du auswärts die ersten 10 Minuten gut überstehst. Und dann aber in die zweiten Drittel hat Sonthofen mehr gekommen, mehr Anteile vom Spiel. Und wir haben ein bisschen weg von unseren Linien. Und ich würde nicht sagen nachgelassen, aber die Konsequenzen in unserem Spiel waren nicht da. Und dann im dritten Drittel waren wir konzentrierter, haben wir besser defensiv gestanden, den Zweikampf besser und sauberer gespielt und das Spiel gut zum Ende gebracht. Es war nicht, wie gesagt, es war teilweise unruhig drin und das ist das Ruhe bewahren und die Punkte heimfahren. Und das ist ein Glückwunsch an meine Mannschaft. Dankeschön. Ja, Dave. 4:6 zu Hause verloren. Die Mannschaft hat ein tolles Spiel gezeigt, hat bis zuletzt gefightet. Die Stimmung im Stadion war gut. Die Fans haben hinter der Mannschaft gestanden. Was war der Knackpunkt dieses heutigen Spiels? Ja, guten Abend alle zusammen. Ja, Stimmung war gut. Alles war okay, nur die 3 Punkte leider fehlt uns. Das ist was fehlt. Das ist erste Drittel wieder 4:2. Gnaden kostet sie 4:2. 4 Toren, absolute Geschenke. 1, zweite, Jenny hat gesagt selber, sie hat die Scheibe gesehen, sie hat leider das nicht gehalten. Der dritte auch ein Geschenk von uns und der vierte auch in Überzahl. Nochmal ein Pass nach vorne und die laufen Konterchancen und schießt das vierte Tor in unsere Überzahl. Sollte nicht passieren, es passiert immer wieder. Es ist Halloween, es ist nicht Weihnachten, habe ich gesagt. Wir schenken, wir geben Geschenke und wir geben Geschenke oft. Und zurückzukommen, in Klosters sind 9 Toren. Heute haben wir gedacht, wir müssen wieder 8 bis 9 Toren schießen, wenn wir will gewinnen, weil du kannst es nicht immer tun. Und das war gut nach das erste Drittel, ist mindestens rausgekommen, zweite Drittel gekämpft. Beides 4:3 geschossen und nochmal ein paar gute Chancen gehabt. Wir bringen die Scheibe leider zu selten am Tor. Oft schießt du einfach glückliche Toren und das muss wir öfter machen. Ich kann nicht mehr sagen, schieß von überall, geht zum Tor, Nachschüsse sind da. Wir müssen es öfter tun. Letzte Drittel haben wir alles versucht, Chancen gehabt komische Szene mit der Strafe hinter dem Tor. Der Schiri war im rote Linie. Er hat nur gesehen, Mark Sill hinter dem Tor mit dem Torwart. Beide fliegen um. Arm geht hoch. Und was passiert? Mein Torwart geht aus dem Tor. Das siehst du auch nicht jeden Tag. Beide Torwarts waren nicht im Tor gerade. Ich habe
Ich war auch überrascht. Ich habe nicht, nicht gedacht, dass Serl hat nicht richtig alles gesehen. Es war ein bisschen Nebel. Er hat gedacht, die Strafe ist gegen Cervelo. Er hat das Bein raus und Mark Bein stellen. Das hat er so gesehen. Ist nur schade, dass die schießen so die 6-4 gegen uns. Das sollte lieber. Gibt die Strafe gegen Mark, passiert, und wir sind immer noch im Spiel. Ist nur leider, die schießen unten, dann schießt das 6-4 in das offene Netz. Das hat uns getötet. Am Ende ja, Strafe gehabt, auch 3 Minuten vor Schluss. Ich wollte den Torwart raus und versuchen, aber wir haben Überzahl gehabt. Ich habe gesagt, wenn wir schießen eins, ist immer nur 2,5 Minuten. So habe ich nicht riskiert, aber erste Drittel, geschenkt. Das kann man nicht immer machen. Und das, was wir kapieren, ist, unser Drittel muss besser gearbeitet. Und wir arbeiten jeden Tag. Und beide Torwarts sind auch arbeiten. Die sind auch sauer, wenn eins oder zwei schlechte Tore passieren. Und beide sind ehrgeizig. Die will spielen. Und jetzt tolles Spiel von uns. Trotzdem kriegst du nichts. So, das ist. Das ist schön, ein tolles Spiel gegen eine Mannschaft wie Selb. Er sagt, die sind vielleicht dreifach so teuer wie unsere Mannschaft. Das muss man auch kapieren. Aber trotzdem, du gewinnst leider nichts für ein tolles Spiel. Wir müssen jetzt noch ein Spiel und dann haben wir ein bisschen längere Pause, Deutschland Cup Pause. Viele Freunde sind ein paar eingeschlagen, ein paar verletzt. Und wir müssen jetzt fahren nach Regensburg. Und hey, wieso nicht? Wir kennen die Eiger nach oben. Und hoffentlich können wir ein paar Punkte da holen und dann haben wir verdiente Pause. Dankeschön. So, gibt es von der anwesenden Presse noch irgendeine Frage? Wenn nicht, dann glaube ich, haben wir alles gesagt. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Gute Heimfahrt nach Selb. Das ist nicht ganz schön weit, ich weiß, aber Schönheit ist von uns noch weiter. Ja. Und viel Spaß. Wir machen es heute ein bisschen kurz, weil die wollen draußen feiern. Viel Spaß bei Halloween. Schönen Abend und vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Danke.